Tja, moin moin, Piraten und Landratten. Der Strom ist mal wieder unterwegs und nimmt euch mit. Zwar ist das keine tolle Fahrt. Ich befinde mich auf dem Weg zum Zahnarzt, der hat Zahnschmerzen. Ich hoffe, der muss nicht gezogen werden. Ansonsten war es das mit dem Film für heute, weil ich dann nicht mehr viel reden kann. Ich habe einen Backenzahn, der weh tut. Und da muss ich mich jetzt einfach mal überraschen lassen, was der Zahnarzt meint. Er hat gerade überraschend angerufen, ich soll noch schnell vorbeikommen. Er hat ein bisschen Zeit zwischendurch. Und dann machen wir das jetzt. Ich fahre jetzt zu meinem Zahnklempner und dann schauen wir mal. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel Neues. Black Cloud macht demnächst ein Abo-Treffen. Da werde ich höchstwahrscheinlich hinfahren. Da kriege ich ja noch ein Filmchen von zu sehen. Dann ist die, die Motorradausstellung jetzt nochmal. Irgendwas mit Inter in Köln, die ist ja auch bald. Ich hoffe, dass die Firma Sena dann endlich das neue Kamerasystem rausbringt, wo ich schon seit gutes Jahr drauf warte. Und die Leute, mit denen man spricht, können einem auch nicht genau sagen, wann es rauskommt. Die hoffen, dass es jetzt zur Messe rauskommt. Da müssen wir dann auch mal sehen. Wenn es dann rauskommt, ich habe mich bei Sena um Sponsoring beworben. Mal schauen, vielleicht seht ihr was raus, vielleicht auch nicht, weil ich zu kleiner YouTuber bin. Und lasst uns einfach mal überraschen. Mal pleite gehen würden sie nicht dran, wenn sie mehrere Kameras sponsern. Ich will ja kein Bargeld oder sonst was von denen. Eigentlich würde es mir reichen, wenn sie mir ihre Kamera schenken. So, da fährt mir schon mein Zahnarzt. Wir sind also gleich da. Dann müssen wir abwarten und schauen, was dann kommt. Ich sehe, ich sage euch nachher Bescheid. Bis später. Am nächsten Tag. So, warum nicht? Kommst du da gut klar mit den Füßen nach vorne so raus? Also, ich finde es gut, mir gefällt das, ist eine relativ bequeme Sitzposition auch, alles drum und dran. Beim allerersten Mal bei der Probefahrt war es ein bisschen ungewohnt, fahre ich los, will die Füße hochnehmen, dann nur, wo sie meine Fußrasse, ach da ganz vorne. Aber ansonsten, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, gar kein Problem. Und vor allem besser als diese Trittleisten, die mag ich nicht so. Also beim Motorrad, weil das Problem, was ich dabei habe immer, die genaue Position des Fußes auf dieser Leiste, um Bremse bzw. Kupplung vernünftig zu treffen.
ist das, was ich mir auch so vorstelle, das erstmal richtig zu lernen. Aber ja, die ersten Tage ein bisschen vorsichtiger gefahren mittlerweile. Da wünsche ich weiter gute Fahrt. Danke ebenso. Jo, danke. Das ist leider los. Ja, ich fahre jetzt noch ein bisschen spazieren, dann fahre ich zum Treffpunkt Hengstersee, ja. Esse mir eine Kleinigkeit, frühstücken. Der Hengstersee geht ja immer. Ja, ja, da, ich sag mal ab. Oder da hinten kurz vor Lüdenscheid, das Wildgehege. Ja, da dieses Wildgehege, da könnte man auch hinfahren. Mesekendal, also, ganz genau. Das wird auch immer gerne genommen. Oder ich fahre ein bisschen weiter zu unserem anderen Treffpunkt, da Richtung Meinerzhagen. Hab da ein paar Leute kennengelernt vor einem halben Jahr. Mit denen fahre ich dann ab und zu mal zusammen. Das ist eine ganz nette Gruppe. Schön. Passt auch altersmäßig. Ja, das ist auch klar. Das Komische ist ja, Motorradfahrer werden ja immer älter. Es kommen ja ganz wenig Jungen nur noch nach. Okay. Ja, die haben andere Interessen. Für die sind andere Sachen heute wichtiger. Aber das ist doch Freiheit pur. Ja, ja. Das ist Freiheit pur, das ist ein tolles Feeling, ja, eben. Aber mit 18 Jahren, wenn man sich sowas anschafft, das ist ja auch zu teuer. Kostet ja auch nicht gerade wenig Geld, ne? Das ist echt, muss ja nicht unbedingt sowas sein. Gibt auch für die Hälfte des Geldes schon schöne Maschinen. Mein Sohn, der hatte jetzt eine schöne, aber die hat er wieder veräußert. So ein Bobber. Mhm. Ja, aber selbst zusammengebaut. Was ich hier wohl in der Nähe von Stuttgart war, das war so ein Typ. Jetzt ist er wieder weg. Wenn ich das Geld hätte, würde ich mir noch eine Sportmaschine holen. Ja. Ich würde gerne, also mein Traum wäre die Ducati, diese Panigale V4. Ja. Weiß nicht, ob Sie die kennen. Aber die kostet neu mal eben 28.000 Euro. Ja, schade, ich fahre da los. Und vor allen Dingen das als Zweitmoped ist zu teuer. Ja, okay, ich fahre auch los. Ja, fahren Sie vor. Danke. Alles klar. Bis die Tage. Vielleicht sieht man sich. Moin Moin Piraten und Landratten, da sind wir wieder. Mittlerweile ist ein Tag vergangen seit der ersten Aufnahme. Wir haben wie vermutet gestern einen Backenzahn gezogen. Die Wurzel war größer wie der Zahn selber. Aber der Stromi hat keine Zahnschmerzen mehr. Das war die Sache wert. Ja, jetzt war ich gerade zur Kontrolle beim Zahnarzt. Fahren jetzt ein bisschen durch die Gegend, anschließend werde ich jetzt gleich zum Hengstersee fahren. Mir eine Kleinigkeit essen, frühstücken, weil wir haben gerade mal 9:30 morgens. Und dann den schönen Tag genießen. Es gibt ja, diese Woche soll das Wetter ja so bleiben. Noch schön sommerliche Temperaturen tagsüber. Sonnenschein, also bis einschließlich Donnerstag, glaube ich. Wir haben heute Dienstag. Tja, worauf ich mich schon besonders freue, ist das Abo-Treffen von Black Cloud. Also nicht Blackout in Hamburg, sondern Black Cloud in Hamburg. Sind gerade mal 45 Kilometer für mich zum Fahren, das ist okay, damit kann ich voll und ganz leben. Das Ganze findet in circa 14 Tagen statt. Ja, nicht mehr ganz 14 Tage, ein bisschen weniger. Aber da freue ich mich schon richtig drauf.
verstehe auch nicht, warum das Mädel den Helm nicht abnimmt und endlich mal ein Face-Reveal macht. Also so schlimm und hässlich kann es nur wirklich nicht sein. Kann kein Mensch sein. Dass dann andere Leute I und Bu und was weiß ich schreien, das ist nur irgendwie eine Einbildung von mir. Sie will ja bei dem Abo-Treffen auch den Helm nicht abnehmen, damit man ja nicht sieht, ihr Gesicht oder was weiß ich nicht erkennen kann. Ist halt so. So haben einige Menschen halt hier und da ein kleines Problem. Obwohl, ich mag ihre Filme, es scheint ein nettes Mädchen zu sein. Also ist meiner Meinung nach eine nette YouTuberin. Gruß an dieser Stelle, die Linke zum Gruß, Black Cloud. Ich hoffe, wir lernen uns kennen in ein paar Tagen. Oh Mann. Oh man, bitte, ja, noch mal eine Verwegung auf den einen hier mitnehmen. Den zweiten schaffen wir auch noch. Den dritten, ja, hätte ich aber heizen können müssen und da habe ich im Moment keine richtige Lust für. Ich will ein bisschen entspannt fahren und jetzt nicht hier anfangen rumzuheizen. Ui, schön, der Schatten so vor mir, sieht gut aus. Ja, als nächstes steht die Motorradmesse in Köln auf dem Programm. Und dann geht es auch schon langsam los. Die Jahreszeit dementsprechend schlecht wird, dass man nicht mehr so viel machen kann mit dem Bike. Dass man sich wieder irgendwas einfallen lassen muss, um die Zeit mit Filmen zu überbrücken, damit man wenigstens pro Woche einbringt, so wie im Moment. Sie hat mir zwar angewöhnt, im Sommer zwei pro Woche mindestens zu machen, aber das schaffe ich im Moment zeitlich einfach nicht. Sorry, liebe Leute. Würde gerne mehr machen, aber ich schaffe es von der Zeit her nicht. Weil es ja nicht nur das Fahren und Filmen, sehr Nachbearbeitung und, da sitzt man auch noch ein paar Stunden am PC. Und es geht nicht immer alles so, wie man es gerne möchte. E-Bike. Normale Fahrradfahrer sind, glaube ich, selten geworden. So ein gutes E-Bike kostet ja auch richtig Geld. Da ist man mit 2.000 bis 3.000 Euro ist man dabei. Und es kommt ja im Endeffekt auf die Akkuleistung und so weiter und die Umsetzung des Ganzen an. Es gibt zwar auch schon billigere, aber wenn man was Vernünftiges haben will, dann muss man auch schon in die Tasche gehen. Ist wie überall im Leben. Sie wollen alle unser Bestes, unser Geld. So ist die Welt nun mal. Hier sind wir mal am Rand von der Hagener City. Da fahre ich jetzt nicht rein, das spare ich mir. Ich fahre hier am Rand weiter. Und dann fahren wir hinten über den anderen Ortsteil zum Hengsteisee. Werden wir uns eine Kleinigkeit essen, einen Kaffee trinken oder zwei.
Das ist eigentlich dieses Allerwelthaus. Ich sehe gerade das Schild da vorne. Kenne ich gar nicht. Und das, obwohl ich schon mein Leben lang hier wohne. Traurig, traurig. Na gut, Jugendherberge, weiß ich, wo die ist. Da brauche ich nicht hinfahren. Die Brücke sind sie am Überlegen, ob sie wieder abreißen. Ich fände das allerdings ziemlich blöde. Also das ist eine relativ wichtige Umgehungsstrecke hier am Bahnhof. Und ich finde das Ding ganz praktisch. Weil wenn man sich alles da unten wieder über die zwei Spuren am Bahnhof durchfädeln müsste, das würde verdammt eng. Hier ist wieder die zweite Blitze. Eine vor der Brücke, eine nach der Brücke. Vorne da bei Max Bar in der Gegend stehen auch schon mal die blauen. Früher hat man ja gesagt die grünen, aber die Zeiten sind ja vorbei. Ja, und lasern da ein bisschen in der Gegend rum. Das passiert schon mal. Oh, Mutter. Früher sagte man Fehler in allen Teilen, aber die Zeiten sind auch vorbei, tun sich heute auch nichts mehr, die Autohersteller. Klar, es gibt Qualitätsunterschiede, ob ich jetzt einen dicken BMW oder einen Mercedes fahre, oder ich fahre hier meinetwegen Fiat, dann merkt man schon den Unterschied. Da liegen ja auch 30.000, 40.000 Euro zwischen. Aber das ist das Problem, solche Autos wie Mercedes, BMW, Audi, das muss man sich erstmal leisten können. Neu. Gibt es ja auch relativ günstig gebraucht, aber ich habe keine Lust, mir ein Auto, das 5-6 Jahre alt ist, anzuschaffen. Mein jetziger, der Peugeot, der ist jetzt 8 Jahre alt und fängt an, hier und da immer wieder mal was zu haben. Es geht aber. Noch. Also würde mal Zeit für was Neues, aber wenn das nicht so teuer wäre. Ein normales Durchschnittsauto ist man auch, wenn man es neu kauft, mit 30.000 bis 35.000 dabei. Und die muss man erstmal überhaben.